Ein Mensch, der den Beruf Komiker wählt, der hatte lange Zeit ein ziemlich mühsames Leben. Er tingelte oft auf irgendwelchen Kleinkunstbühnen in der Provinz herum, lebte vom Taxifahren und hoffte, von irgendeinem Talentsucher oder Fernsehredakteur entdeckt zu werden. Heute geht das anders. Heute kann sich einer mit einer Videokamera selbst drehen, das Ganze ins Netz stellen und quasi über Nacht berühmt werden. Das Komiker-Trio YTT erreicht mit seinen YouTube-Videos ein Millionenpublikum. Und zwar nicht nur, weil das Internet schneller ist als die alte Tante Fernsehen, sondern weil es auch eine eben nicht von Fernsehproduzenten zurechtgestutzte, anarchische Form von Comedy zulässt. Über YTT und die Freunde des ungepflegten Humors, Jochen Kassler und Christoph Kotschatte. Es sieht recht laienhaft aus, aber das hier sind Dreharbeiten für ein Millionenpublikum. TC und Phil sind zwei der drei Köpfe der Internet-Comedy-Truppe YTT. Beide sind erst Anfang 20, aber schon ein paar Jahre im Geschäft. YTT ist entstanden tatsächlich aus Langeweile in den Sommerferien 2006, als uns nichts eingefallen ist. Wir kommen aus einer kleineren Stadt und wussten nicht genau, was wir tun sollen den Sommer über. Und dann haben wir einen Film gedreht und auf YouTube gestellt, eigentlich nur für Freunde. Inzwischen ist aus der Schülertruppe ein Internetphänomen geworden. YTT hat einen eigenen Kanal auf YouTube, einen der erfolgreichsten überhaupt. Dort zeigen sie selbstproduzierte Comedy-Videos. Klick-Highlight sind vor allem ihre Parodien bekannter Musikvideos. In Anlehnung an den aktuellen Kinofilm Hobbit wird aus Gangnam-Style Gandalf-Style. YTT liefert Videosketche über alles, was für Teenies und Twents eine Rolle spielt. Werbespots von Apple werden genauso aufs Korn genommen wie Filmtrailer und Computerspiele. Mal kritisch, mal banal, in jedem Fall Slapstick. Mehr als 320 Millionen Mal sind ihre Videos insgesamt schon geklickt worden, auch wenn der Humor außerhalb der jungen Zielgruppe irritieren mag. Also ich bin jetzt nicht so unterwegs in der YouTube-Welt, insofern kann ich es nicht ganz nachvollziehen, aber es ist ganz lustig, ja. Also man sieht schon, dass das so professionell geführt wurde, aber man sieht auch, dass das Laiendarsteller sind. Von wegen. Auch wenn es nicht immer so wirkt, YTT sind Profis. Wer so viele Klicks wie sie generiert, den beteiligt YouTube an den Werbeeinnahmen. Wie viel sie verdienen, sagen die Jungs nicht, aber es reicht zum Leben. So gut, dass alles bleiben kann, wie es ist. Fernsehen können sie sich vorstellen, aber nur nebenbei. Wir wollen auf jeden Fall im Internet bleiben. Das ist unser oberstes Ziel. Wir wollen das weitermachen, was wir im Moment machen. Dass es auch schiefgehen kann, ist ihnen bewusst. Im Netz gilt nur eine Währung, die Klickzahlen. Die müssen stimmen, auch in Zukunft.